Die Oper Aus einem Totenhaus von Leoš Janáček wird seit ihrer Uraufführung im Jahre 1930 immer wieder als eines der ungewöhnlichsten Musiktheaterwerke des 20. Jahrhunderts gefeiert. Und das völlig zu Recht. Begibt sich der Komponist mit seinen Protagonisten doch an einen Unort, für den es bis dahin keine Bilder, geschweige denn Töne, Klänge und Melodien gab. In ein Straflager im fernen Sibirien des zaristischen Russland. So wie Janáček seinen eigenen Klangkosmos für diese Welt der Verlorenen und Verdammten gefunden hat, so hat Regisseur Calixto Bieto, der in Nürnberg bereits mit seiner Turandot für Begeisterung sorgte, starke Bilder entwickelt. Im Zentrum des Lagers steht eine mächtige Antonov als Sinnbild für die vergebliche Hoffnung auf Freiheit. Im Zentrum der Inszenierung stehen die berührenden Einzelschicksale all der im Exil Gestrandeten. Für den Betrachter gilt es, ein fantastisches Ensemble aus Solisten, Chor und Statisterie auf der Bühne zu erleben, das 100 intensive Minuten pures Musiktheater unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Markus Bosch zusammen mit der Staatsphilharmonie Nürnberg präsentiert.